Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play House Flipper. Und ich hatte heute einen ganz schön stressigen Tag und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt hier gemeinsam zu House Flipper ein bisschen abchillen können. Und leider hat es irgendwie nicht gespeichert, also dass ich hier, sage ich mal, diesen Auftrag angenommen hatte mit der Garage, genau. Und da werden wir jetzt fortsetzen machen. Also anscheinend speichert er das dann so schon irgendwo zwischen, aber er wirft einen trotzdem wieder, ne, zurück. So, das ist die Garage und wir sehen schon auf der Karte, dass es ganz, ganz schrecklich aussieht. Das scheint auch wirklich nur eine Garage zu sein. Und hier ist eine Tür. Okay, also es ist wirklich nur eine Garage. Warum hat man ein Grundstück nun? Egal. Ich stelle keine Fragen. Wir machen erstmal, würde ich sagen, das Grobe weg. Ne? Machen wir alles weg hier. Der ist ganz gut. Der ist heile hier. Können wir hier mal reinlegen. Wir können auch ein bisschen aufräumen hier. Warum nicht? Was dann besser, sage ich mal, hier, ne, überblicken können, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ne, hier alles mal so ein bisschen aufstellen. Weil wir müssen natürlich alles, wie gesagt, überblicken und gucken, wo die ganze Scheiße ist, die wir weghauen müssen. Deswegen am besten alles so schön hier. So. Jetzt haben wir den ganzen Müll auch schon draußen. Das Auto. Ich würde sagen, das parken wir mal eben hier draußen, oder? Ja, ich glaube, das ist sinnvoll. Das können wir eben kurz hier rausholen. Ne, das packen wir immer hier hin. Müssen wir es auch sauber machen eigentlich. Oh ja. Das können wir hier einmal sauber machen. Ist auch ganz schön dreckig, das Ding. So, haben wir das schon mal. Das können wir hier in Ruhe sauber machen. Wir sehen, hier vorne ist alles richtig dreckig. So, das wird langsam alles sauber hier. Sehr schön, auf der Karte sehen wir auch die ganzen Verschmutzungen. Das bringt schon viel, wenn wir hier in der Mitte erstmal alles wegmachen. Dann haben wir noch so die Ränder. Hier schön gründlich den Boden machen. So, ich denke, jetzt haben wir hier alles. Jetzt können wir hier die... die Decke machen. Da hinten ist noch ein Raum, wie ihr seht, da hinten. Da müssen wir gleich noch rein. Räume den Müll auf, reinige von Verschmutzung. Wir haben irgendwo noch Müll. Das hier? Nee. Das auch nicht. Ah, hier, da. Da ist noch Verschmutzung. Und hier vorne ist auch noch eine kleine Verschmutzung irgendwo. Ach, da ist... Ah, hier, da ist noch Müll. Jetzt haben wir den ganzen Müll. Aber hier ist irgendwo noch was Schmutziges. Da, hier. Da ist noch was. Und das haben wir jetzt auch. Jetzt müssen wir nur das Fenster reinigen. Sehr schön. Das Auto kann draußen stehen bleiben. Das kann ja mal jemand mitnehmen oder so. Das interessiert uns ja nicht. Wir sind ja nur der Saubermacher hier. So. Gut, das sieht hier auch nicht besser aus, muss ich sagen. Oh ja, hier in der Ecke. Alles dreckig. Dass wir die Ecke hier schon mal so ein bisschen fertig machen, würde ich sagen. Damit wir da alles reinräumen können. Wohl da vorne. Ja, ich habe das Gefühl, müssen wir alles so ein bisschen wegkommen. Das kann er dann aufräumen. Das ist ja wirklich nur eine Aufgabe hier. Das kann er dann machen. Wir wollen hier einfach nur... Ja, wobei... Das können wir auch so machen. So, den Auftrag könnten wir jetzt schon beenden.
Oh, da ist ganz viel Müll. Oh ja, da war ganz viel. Seht das auf der Karte. Ich orientiere mich so ein bisschen an der Karte, weil es ist wirklich schwierig, das ohne die Karte zu machen. Die ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Die hilft mir gerade total. Also ich merke, wie die mir hier richtig hilft. Und wir sind fertig. Also na gut, jetzt müssen wir das Fenster hier noch machen. Aber dann sind wir eigentlich hier soweit durch. Die Garage nämlich fertig und zack. Können das Ganze hier beenden und kriegen sogar fast 5000 dafür. Wow. Also wenn mir jemand 5000 Euro dafür geben würde, dass ich hier einfach so eine Garage aufräume. Boah. Wohnbunker, Weihnachtsputz, Haus streichen, Haus zur Renovierung. Nach dem Tod meiner geliebten Frau habe ich unser altes Haus verkauft. Es waren da so viele Erinnerungen, deswegen habe ich ein neues gekauft. Das müsste renoviert werden. Erst einmal muss man aufräumen, dann die Heizkörper anbringen und ich habe keine Kraft mehr und möchte so schnell wie möglich aus dem alten Haus ausziehen. Okay. Oh ja. Hier kommt eine richtig schöne Dreckbude wieder. Nicht so vergammelt wie die Kakerlakenverseuchte, die wir da einmal hatten. Glaube ich zumindest. Den Flur haben wir schon mal. Oh, das wird angenehm hier. Das ist easy. Das ist easy. Sowas hier. Das ist angenehm. Da müssen wir gar nicht viel machen. Mal nicht so ein verdrecktes Loch. Jetzt machen wir mal ein paar. Bisschen was Angenehmes hier. Wundert mich nur irgendwie, dass er uns dafür braucht. Streiche mit den Farben schläfriges Blau. Gegenstand kaufen. Ach, ich muss auch die Gegenstände dafür kaufen, okay. So. Okay. Ja, warum nicht? Ist nicht mein Zimmer. Einen Schrank will er auch noch haben. Okay. Den stellen wir mal für die Steckdose, da hat er sicher Spaß mit. Und dann haben wir hier noch eine kleiner Minischrank. Kommode, wie auch immer man das nennt. Schläfriges Blau. Zack, zack, zack. Zack. So. Und wir müssen das unbedingt skillen, dass wir so ein bisschen mehr Farbe hier haben. Ich muss sagen, umso länger ich das Spiel spiele, umso mehr wünsche ich mir einen guten Mob. Ich meine, so, ne, so man gut mit streichen kann. Am Anfang ist das irgendwie nicht so. Da ist das auch so ein bisschen störend. Und dann denkt man sich, oh, dann kommt da so ein großer Sprung, wo man keine Farbe mehr verschwendet. Das fällt dann irgendwie nicht so auf, muss ich sagen. Aber naja, es geht relativ schnell jetzt eigentlich. Wir haben eben erst angefangen. Und haben jetzt schon fast das ganze Zimmer fertig. Wenn wir das so ohne Nörgeln hier einfach zack, zack, zack machen, dann geht das eigentlich recht flott. Wer macht Nörgeln so viel Spaß? Da-da-da.
wette, einige von euch, die nörgeln auch gerne. Nee, aber ich bin gerade wirklich froh, dass ich hier House Flipper angefangen habe als LP, weil ich kann heute echt richtig schön Entspannung gebrauchen. Und wie ich schon des Öfteren sagte, für mich ist das so ein bisschen meditationsmäßig, das Spiel. Einfach so ein paar Aufgaben machen. Die Häuser renovieren. Das hat irgendwie was. Ich weiß nicht was. Wenn das irgendein Typen auf der Straße erzählen würde, ne, ich spiele ein Spiel, wo ich Häuser renoviere, der hält dich auch für dämlich. Aber wie gesagt, das hat einfach was. Und ich habe hier irgendwo was vergessen. Ich habe irgendwo was falsch gemacht. War das. Naja. Ach da. Gut. Bang, 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 bang. Haben wir das auch fertig? Räume den Müll auf, reinige Verschmutzung. Okay, hier müssen wir ihn dann sauber machen. Das kriegen wir schnell hin. Das kriegen wir schnell hin. Da 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 da. Reinige Verschmutzung, ja. Da oben, da war noch was. So, den Flur haben wir auch. Und hier wollen sie Fenster rein, montiere Geräte. Sie muss ja noch was montieren, oder was? Soll ich denn montieren? Ich hab doch hier alles. Ach, eine Heizung. Na gut. Aber irgendwie ist das Haus sehr angenehm, muss ich sagen. Es gefällt mir. Ist mal so ein bisschen nicht so eine Bruchbude. Als würde hier irgendwie so ein abgewrackter Junkie wohnen oder so. Oder so ein richtiger Mietnomade. Da, 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 da. So. Wir arbeiten uns hier von Raum zu Raum. Übrigens ganz interessant, finde ich, wie die ganzen Räume hier aussehen. Und vor allem, wie schnell wir das hinbekommen, ne? Da, da, da. So. Sind wir hier auch fast fertig? Sehr schön. Und ich glaube, nach dem Job haben wir wieder genug Geld zusammen, um ordentlich ein Haus zu renovieren, also ein eigenes. Und die Skillpunkte zu verdienen dauert jetzt mittlerweile doch relativ lange. Also ich glaube, da hat man doch ein bisschen länger Spaß dran. Ach, hier soll ich auch noch Sachen kaufen. Okay, nochmal genau das gleiche Spielchen anscheinend. Oh ja, genau das gleiche Spielchen. Dann gebe ich ihm auch genau das gleiche, was er vorher bekommen hat. Nur ein bisschen anders. So. Ist auch toll, ne? Das gleiche, was er vorher bekommen hat, nur anders. Dann ist es ja gar nicht mehr das gleiche. Egal. So, jetzt kommt wieder unsere Lieblingsbeschäftigung hier.
Also meine zumindest. Nicht. Aber wir beschweren uns nicht. Es geht ja schnell. Zum Glück. Stellt euch mal vor, ich hätte den nicht verbessert, den Mob. Wow. Ich hätte mich erschossen, ey. Aber sonst ist der Raum eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Also mir gefällt der gerade. Beziehungsweise werden wir halt schnell fertig, finde ich. So. Ach, die haben wir schon fertig? Stimmt, die haben wir schon gemacht. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir die schon fertig gemacht hatten. Aber jo, das schläfrige Blau ist gleich auch an den Wänden hier. Ah, ich glaube, wir haben gleich noch ein großes Zimmer zu machen, ne? Jo. Sehe ich schon alles Verdreckte noch. Alles verdreckt. Wird aber, glaube ich, angenehm. Ich meine, die Jobs, wo wir hier painten müssen, beziehungsweise hier die Wände halt machen müssen, das haben wir jetzt schon gehabt, ja. Ich denke, da kommt jetzt nicht noch was. Oh! Wir haben einen Skillpunkt bekommen. Streichen um 25% schneller. Weniger Farbverbrauch. Oh ja. Ja, sehr schön. Räume Müll auf, reinige Verschmutzung. Okay, also hier müssen wir nur ein bisschen montieren. Das ist nicht schlimm. Hier ebenfalls das Gleiche. Also ich würde sagen, wir machen erstmal den ganzen Müll weg. Ja, weil das geht relativ flott eigentlich. Genau, dann können wir die Fenster erstmal alle machen. Machen wir so ein Eins weg hier, beides. Haben wir den Auftrag auch gleich komplett fertig. War doch ein bisschen mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Erstmal ein bisschen sauber machen. Wie gesagt, ich orientiere mich so ein bisschen an der Karte. Deswegen nicht wundern. Anders würde ich auch durchdringen, glaube ich. Hier ist noch ein anderer Raum, sehe ich gerade. Oh, hier müssen wir noch ein bisschen was machen, ey. Uiuiui, hier haben wir noch was zu tun. Mal hier ein bisschen was wegmachen. Jo, da haben wir gleich noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, ansonsten sind wir komplett fertig.
Allerdings die Heizung hier können wir auch schon mal machen. Oh Mann, ey, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich hätte gedacht, wir hätten alles hinter uns. Also die Sachen, die anstrengend werden. Aber nö, nö. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Na gut, wir haben ja eben das geskillt mit weniger Farbe verbrauchen. Da, das ist schon, denke ich, hilfreich. Ich versuche mal irgendwie ins Menü zu gehen. Das ist nicht hilfreich. Da, da, da. Ja gut, wir müssen das mal eben zur Seite schieben hier. Ja, sehr schön. Haben wir das ebenfalls fertig. Hier ist noch ein bisschen Dreck. Das haben wir jetzt auch weg. Und wir müssen jetzt Doppelbett, Schrank, Streiche mit den Farben Grau und königliches Blau. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, wie viel wir hier brauchen. Okay, machen wir jetzt mal von jedem zwei hin erstmal. Ich glaube, wir müssen uns an den Farben der Wände orientieren, also wie die jetzt sind. Das heißt, dass die Farbe hier werden wir in das Blaue verwandeln. Das, was ohnehin schon gräulich ist, machen wir dann halt auch mit dem Grau. Ich denke, das ist eine gute Idee. So, jetzt haben wir das schon mal. Oh, das Grau sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und ich muss sagen, dieses Renovieren hier macht schon Laune, weil wir natürlich auch mit den Farben und so weiter konfrontiert werden und halt für unsere eigenen Wohnungen schon mal so ein bisschen hier was ausprobieren können und dafür sogar noch bezahlt werden. Und die Farbe hier gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Das könnte für ein Arbeitszimmer zum Beispiel sehr gut funktionieren. Wir sind auch gleich schon fertig hier. Das ging ehrlich gesagt ziemlich schnell. Hätte ich gar nicht erwartet, dass wir so schnell hier fertig sind. Hey, jetzt mal 92%. Dabei haben wir hier alles gemacht. Ach, da oben. Ups. Ups. Nehm's zurück. So, dann haben wir das Streichen schon mal komplett fertig hier. Ich bin übrigens kein Fan so wirklich von Doppelfarben hier. Aber gut, ich muss auch nicht drin leben, von daher. Mir muss es ja nicht gefallen, ne? Ist halt der Kundenwunsch hier. So.
Boah. Was wollen die denn hier noch drin haben? Noch ein. Okay, ein bisschen random so von den Farben, finde ich. Wobei die passen ja eigentlich ganz gut rein, die weißen. Das ist so ein kleines Highlight hier. Na gut. Ansonsten ist hier noch was in dem Badezimmer, sehe ich gerade. Oh ja, genau. Da müssen wir auch noch mal kurz hier die Heizung installieren. Geht ja auch relativ schnell. Und wir sind fertig. Oh, 6000 gab es sogar. Und jetzt können wir uns schon mal das nächste Haus raussuchen, würde ich sagen. Welches wir renovieren wollen. Ich würde sagen, wir nehmen wir so eine richtig schön abgefrackte Bude. Wir haben hier einmal ein verlassenes Haus. Haus nach Überschwemmung. Ein Campinghaus. Haus eines Genießers. Haus mit ungebetenen Gästen. Oh, das klingt eigentlich nicht schlecht. Wie viel Budget haben wir denn eigentlich aktuell? Ach, da steht oben rechts, gar nicht gesehen. 65. Haus nach Überschwemmung klingt auch nett. Sind alle so im, ja, 79 Quadratmeter. Genau wie hier. Also die beiden sind halt sehr klein. Und die sind schon eine Ecke größer. Und hier sind noch mal größer. Das können wir uns aber nicht leisten hier. Ich würde sagen, Haus mit ungebetenen oder Haus eines Genießers. Ah, finde ich beides interessant. Ein Haus vieler Generationen. Ich würde sagen, Haus mit ungebetenen Gästen. Oh ja. Und hier genau das Gleiche. Oh, guckt euch das an, ey. Wow. Da könnte ein Horrorfilm drin spielen. Oder eines Genießers. Oh ja, hier. Alter Schwede, sind die alle so richtig abgefragt. Gut, wir nehmen das hier. Und ja, das Haus hier werden wir dann in der nächsten Folge renovieren und so gut es geht in Schuss bringen. Und ja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin und tschüss.